So, hallo, willkommen in YouTube. Ich mache heute noch mal ein ausführlicheres Video für die Zentralverriegelung beim BMW E36. Da mich jetzt welche in Kommentaren gefragt haben, zwecks diesem Modul, wie man das jetzt alles verbaut, halt so diese ZV-Module, was man sich besorgen kann, mache ich noch mal ein Video drüber. Das soll jetzt eigentlich nicht so allzu lang werden. Auf jeden Fall gibt es zwei verschiedene im ZV, einmal eine KE und einmal eine ZVM. Hier in meinem Bild, was ich jetzt auch in meinem Fahrzeug verbaut habe, ist eine ZKE. Und ich kann euch nochmal ein Bild zeigen, wie eine ZVM ausschaut. Eine ZVM sieht so aus, die ist hier an der Seite, auch unterm Handschuhfach, bloß an der Seite, da wo der Lautsprecher sitzt. Pinbelegung von diesem ZVM weiß ich jetzt nicht auswendig, da gebe ich euch mal einen kleinen Link mit in die Beschreibung, da habe ich hier was gefunden, ZVM. Das ist baureihenabhängig oder baujahrabhängig, also sage ich mal 91, 92, 94. Ab 94 fängt eigentlich ZKE schon an. Der Rest ist ZVM, was vor 94 ist, soweit ich das jetzt hier rauslesen kann. Da sind es jetzt zum Beispiel Pin 24 schließen, Pin 25 öffnen. Bei Baujahr 92 und bei Baujahr 91 wäre es Pin 19 schließen und Pin 25 öffnen. Da lest ihr euch das mal alles durch. Hier steht auch noch eine ganz gute eingegliederte Anleitung oder da erzählen sie wenigstens was drüber noch. Den Link werde ich mit in die Videobeschreibung geben. Dann hier ist es jetzt wie in meinem Fall eine ZKE. Diesen gelben Stecker braucht ihr, müsst ihr hier rausmachen. Da müsst ihr dann die Pins anlöten oder halt die Pins, wo ihr das Kabel mit ansteckt, müsst ihr dann euch entweder hier solche Stromdiebe holen oder ihr macht es vernünftig mit Schrumpfschlauch oder auch Lötverbindern, wie ihr wollt. Gehen wir mal wieder zu meinen Bildern zurück. Hier steht dann noch beschrieben bei dieser ZKE, also bei dieser, was ich euch gezeigt habe, wie man das verkabelt. Also Pin 4 ist auf, Pin 17 zu. In meinem Fall habe ich dann noch Pin 13 gebraucht, weil es dann eine Zentralschließung ist. Das heißt, der Tankdeckel muss mit zugehen. Würde ich jetzt nur Pin 4 und 17 anschließen, dann würde der Tankdeckel offen bleiben. Also so habe ich das jetzt nicht gemacht. Ich habe dann die 13 noch mit angeschlossen, Pin 13, und dass der Tankdeckel mit schließt. Ich habe das jetzt so gemacht. Ihr holt euch so einen Pin vom BMW und dass man hier den in den Steckplatz einstecken kann, weil sonst funktioniert es nicht, weil Kabel einfach reinlegen, es geht nicht, weil sonst sich die Kontakte irgendwo vielleicht an einer anderen Stelle noch anlegen und dann schießt ihr eure Box und dann war's das. Wie gesagt, ihr müsst zwischen Pin 13 und 17 eine Brücke schalten mit einer Diode zwischenlöten. Von 17 in die 13 kann das Signal gehen. Es darf aber nicht von der 13 zurück in die 17. Also steht hier auch beschrieben. Ich kann es mal ein wenig ranzoomen kurz. Jetzt sind zwar ein paar Rechtschreibfehler drin, merke ich gerade. Aber in dem Sinn könnt ihr euch das mal kurz durchlesen. Ja, hier fehlt es D. Aber so macht nichts. Ja, verbaut sieht es bei mir jetzt so aus. Hier, das ist die ZV hier oben, das Modul. Das ist jetzt zusammengewürfelt hier einfach mit Kabelbinder noch ein wenig zusammen machen, weil die Kabel ellenlang sind. Man könnte es auch abschneiden und ein wenig kürzen. Dann habe ich hier in diesem Stromverteiler, was diese Box da erstmal ansteuert. Hier das Schwarz, ich weiß gar nicht, welche Farbe das hat. Das ist, glaube ich, rot-grün oder irgend sowas. Auf jeden Fall der letzte Pin hier unten ist eine Stromversorgung. Ihr könnt es auch mit dem Multimeter nochmal nachmessen. Da habe ich mir jetzt das Kabel abisoliert und dann mit angelötet und dann noch ordentlich, sag mal, mit Isolierband schön alles isoliert. Masse habe ich mir jetzt hier oben geholt. Also hier oben ist so ein Masseverteiler. Da kann man das mit anschrauben mit so einer Ringöse. Oder ihr holt euch so ein
Kampfverbinder-Stecker und hier oben dieser Kampfverbinder, der ist jetzt auch noch hier oben Masse drin, aber am schnellsten geht es hier oben im Eck, habe ich hier auch noch mal beschrieben. Ja, wie gesagt, und dann haben wir noch die Blinker. Die Blinker wollen wir ja auch nicht vergessen. Also hier oben dieser neutralfarbende ist jetzt der für den Blinkerhebel oben. Der Verteiler oder sagen wir mal der Kasten hier oder Stecker, der ist 12-polig und Pin 3 und 6 ist jetzt der Blinker. Also man kann ja auch hier lesen, Kabelfarbe grau und blau. Also ich würde mal hier jetzt grau sehen und hier hinter dem Isolierband ist das blaue. Hier unten sieht man ein Stück kleines blaues Kabel. Da habe ich jetzt einfach ein altes Kabel, wo ich rumliegen hatte, hier angelötet. Bin hier unterm Handschuhfach rüber auf die andere Seite. Also unterm Radio kann man, wenn man kleine Hände hat, durchlangen. In der Mittelkonsole durchlangen. Da habe ich das Kabel jetzt durchgeschoben unten und bin drüben halt wieder an die Blinker ran, an dem Modul. Ja, soweit war es das jetzt eigentlich mit dem Anklemmen und die Pins-Belegung, da werde ich jetzt hier den ersten Link auch nochmal mit reingeben. Das ist, glaube ich, hier eine PDF-Datei für die komplette Neuverkabelung für die ZKE. Also wer noch so eine ZKE sich nachrüsten möchte, ich hätte noch eine zur Verfügung. Da ist ja Zentralverriegelung und Fensterheber mit integriert in dieser Box und die Innenlichtbeleuchtung und so alles. Also ich hätte noch eine da, ist jetzt nicht mehr bis komplett, also die Türen fehlen, der Kabelbaum bis zu die Türen. Der Rest wäre noch alles vorhanden, also ja, das nur mal nebenbei. Also wie gesagt, die drei Links hier oder die drei Seiten hier werde ich mit in die Videobeschreibung geben, weil nicht jedes Baujahr gleich ist, wie ich hier feststellen muss. Aber so eine Modul, was man hier jetzt von LuxPro, wo ich habe, kaufen kann. Oder halt auch dieses eine No Name, was ich habe, wo ausschaut wie BMW. Ich weiß gar nicht, welche Marke das ist jetzt. Da sind die Kabelfarben eigentlich alle gleich. Man hat ja eigentlich sowieso in dieser Anleitung, wo dabei ist, von dieser ZV beschrieben, welche Pin-Belegung von diesem Modul was ist. Also das kann ich jetzt euch nicht einfach mal hier so pauschal sagen, was ist. Bei mir ist jetzt eine Kabelfarbe orange, weiß, zweimal gelb, rot, braun und schwarz. Rot ist bei mir Dauerplus, schwarz Masse, wie in dem Fall jetzt hier drauf, das braune hier ist Blinker. Es gibt aber auch ein Modul, das sind die blauen, die Blinker. Dann weiß ist die Auf- und Zuschließung. Orange auch nochmal, aber gegebenenfalls braucht die Orange nicht, weil bringt eigentlich nichts mit anzuschließen. Das ist jetzt nur dafür da, wenn ihr jetzt überhaupt keine ZV eingebaut habt, dann wird das Orange mit hergenommen. Das Orange könnt ihr dann nochmal weglassen. Ja, dann ist noch ein Pinkes mit integriert. Das wäre dann Fensterhebersteuerung. Das habe ich jetzt auch nicht angeklemmt. Ich habe jetzt eigentlich nur Tür auf und zu und die Blinker angesteuert. Mehr habe ich nicht und mehr braucht man eigentlich auch gar nicht. Ja, das war jetzt, ich hoffe mal, nochmal ein ausführlicheres Video zum Einbau von Zentralverriegelung. Wie gesagt, Link kommt in die Videobeschreibung. Wer jetzt trotzdem noch Fragen an irgendein Modul hat, welches ich empfehlen kann. Ich habe auch noch ein Video hochgeladen, wo ich hier dieses LuxPro und die andere ZV vorstelle. Die kann ich ja mal in die Anmerkung einfügen, dass ihr euch da auch mal kurz reinschauen könnt. Naja, ich sag mal wieder Servus und bis zum nächsten Mal.